Schon wieder falsch. Wir machen sie auch erst zum dritten Mal. Ach, danke, kommt der Alte jemals den Mund halten. Mit Vollmond redet man nicht, gell? Naja. Jetzt gehe ich mich kurz betrinken. Tschüss! Hallo! Tag 3 und somit auch der letzte Tag auf der Bread & Butter. Die Dea und ich von der Factory Farm sind gemeinsam gefahren. Und wir sind schon wieder falsch. Wir sind schon wieder falsch. Wir machen sie auch erst zum dritten Mal. Na. Ah ja. First things first, ich habe mir was zum Essen gecheckt. Und zwar auf dieses Kartoffelpommes mit Erdnusssoße. Keine Sau braucht Ketchup auf Gottes Erden, wenn es Erdnusssoße gibt. Und während ich das hier esse, warten wir auf den David Fischer von Heißen Bayerdien. Das ist so eine urbane, mit Vollmond redet man nicht, gell? Naja. Es ist eine urbane Plattform, die riesig ist und wahnsinnig erfolgreich ist und von einem Deutschen kommt. Und der ist so, der ist noch nicht einmal 40 und hat dieses Ding so dermaßen in die Höhe gezogen, dass ich nicht drum herum komme, mir einen Talk mit ihm anzuhören. He really understands how to attach the brands that he works on to big moments, big things that are big on the internet already, and how to own those with his brands. All these references are causing huge buzz online. They create memes across social media, which we'll look into a little more a bit later on. He even sparked an entire new brand called Vetameme, which was based on knocking off that mom. Which is, you know, a dream come true for any marketer. Okay, also wir haben den Heißen Bayerdien Talk gesehen, der war sehr inspirierend, hat mir noch mehr beigebracht. Aber jetzt kommt, ist es das Highlight der ganzen Geschichte? Fast. Aber die Victor und Rolf Show. Victor und Rolf, that's the shit. Die zwei, ja, das glaube ich auch. Noch gestern. No pressure. Anyway, hier ist ein bisschen was los. Schaut mal, ich zeig's mal. Die wollen da alle rein, ich habe keine Ahnung, wie sich das ausgehen soll. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ich wollte euch aber noch erzählen, dass es eine Haute Couture Show ist. Die erste Haute Couture Show, die jemals außerhalb von Paris stattgefunden hat. Sollte und von mir wahrscheinlich in 1000 Jahren nicht leisten. Nee, das war der Stopp. Aber na gut, jetzt sitzen wir beim Talk, wir haben uns durchgedrängt und sind gelaufen wie die Psychos und sitzen jetzt hier. So, please welcome Victor. Nice show. Thank you. Well, thank you for bringing this to Berlin. I think it's a fantastic opportunity for all of us to be able to witness, you know, a haute couture show. And where is Rolf? Where's Rolf? I think Rolf is high on drugs in the desert somewhere in the U.S. He went to Burning Man, and that was all arranged before this came together. So he makes me do all the work. Pause zwischen dem Talk.
Kontrolle, also nur mit Mikrofonkontrolle. Und den Mikrofonkonzert und ich esse einen Baum. Haben Sie das schon mal gegessen? Okay, wir drehen jetzt noch unsere letzte Runde durch alle Hallen. Hallo, hallo Thea. Und schauen, ob wir nicht eh was verpasst haben. Wir konnten tatsächlich, es gibt so viel Auswahl, dass wir es nicht geschafft haben, alles zu machen, alles zu sehen. Das ist ein Wahnsinn, ja? Also das macht schon Sinn, dass es über drei Tage geht, das muss man sagen. Dabei. So wie Beyoncé in ihrem Partyvideo. Ich glaube, das ist die Ausstellung. Wir gehen jetzt in die Vivienne Westwood Ausstellung. Müssen wir uns anstellen. Schatz. Ich will mich nicht anstellen. Thank you. Das war's. Bilderbuch hat genau das gemacht, was man von ihnen erwartet. They blew our mind. Und das war's mit der Bread and Butter. Jetzt gehe ich mich kurz betrinken. Tschüss!